Acorus calamus, der Kalmus, eine Pflanze, wie man sieht, zu den sogenannten Wasser- oder Uferpflanzengewächsen gehörend. Eine Pflanze, die bei uns ursprünglich nicht vorkommt. Sie ist aus Ostasien irgendwann mal importiert und hat sich aus Gärten und Parks ausgebreitet, nicht sehr stark, man kommt also sehr selten dazu, einen Kalmus am Flussufer zu finden. Vom Kalmus wird der Wurzelstock verwendet. Der Wurzelstock enthält starke Aromastoffe und deswegen ist Kalmus eigentlich eine beliebte Tinktur als Magenmittel. Man nimmt also auch den Kalmus zusammen mit anderen Bittermitteln bei Magenstörungen oder als Aperitif. Auch dort kann man den Kalmus finden in solchen Erzeugnissen. Kalmus kommt bei uns nur in der weiblichen Form vor. Das heißt also, die Fortpflanzung des Kalmus bei uns erfolgt ausschließlich durch Wurzelausläufer.